Okay, jetzt ist der Ton einfach weg. Es hat schon noch ein paar Bugs, so ist es nicht. Da ist Rose. Da komme ich auch nicht rein. Alan Wakes Haus? Das Buch beginnt aus Sicht des Opfers. Eine selbstsichere Entscheidung des Autors. Die spannende Trilogie endet beim Hirten. Ja, ja. Okay. Endet hier, das ist auch klar. Komme ich hier raus? Nee. Ah ja, okay. Der Klassiker. Es verschwimmt einfach. Wo kriege ich jetzt mein eigenes Buch her? Er einfach. Das bin so ich. Alleine in der Gosse, besoffen auf Drogen und tanzt so vor mich hin. Zu Aufzugsmusik. Das ist die neue Fortnite-Lobby, ja. Wiederholen sie sich. Da. Ich konnte das runde Fenster im Writers Room auf dem Foto erkennen. Dort musste ich hin, um Return umzuschalten. Das ist das Ende vom Spiel. Ernsthaft, jetzt darf ich weglaufen. Ja, einfach abgestochen. Na, was lernen wir daraus? Nimm den Leuten nicht ihre Bücher weg. Die töten dich. Jetzt weiß ich auch, warum er gespeichert hat. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Dort musste ich hin. Aber wo geht's denn nach oben? Umzuschalten. Ja, Alter! Ach, gute Nacht, Noggle. Das ist doch nicht zu glauben. Was war denn das jetzt? Die fette Trulla hat mich einfach erwischt. Komm, ich will das jetzt hier. Kann es nicht mehr so schwer sein. Ich konnte das runde Fenster im Writers Room auf dem Foto erkennen. Das kennen wir schon. So, jetzt laufen wir einfach hier nochmal. Da darf ich nicht rein. Ich hätte ja mit der Axt einfach alle abgeschlachtet jetzt. Ich hatte nun das Buch. Bereit für mein Ende von Return. Ich musste zum Writer's Room, um den Schrecken zu beenden. Gut, dann gehen wir jetzt zum Ritterroom. Fritter. Dies war ein zwanghafter, egozentrischer Albtraum. Alles drehte sich um ein eitles Monster von einem Schriftsteller. Und sein letztes göttliches Werk. Der Roman Return wurde wahr. Doch er endete nicht. Er breitete sich aus. Wieso? Das ist doch... Was würde denn passieren, wenn das Ende erreicht ist? Das sagt er ja nicht. Was das Ende überhaupt ist? Ich meine, der muss ja auch irgendwann aufhören und dann muss doch irgendwas passieren. Da steht ja nicht drin, dass die Dunkelheit sich über die Welt ausbreitet. Dann wäre ja alles verloren schon. Ich musste einen anderen Weg hineinfinden. Oh nee, ich muss nur durch den Keller, oder? Oder muss ich wieder... Na, hier ist doch bestimmt... Nein. Nee, ich kann nicht durch den Keller. Ich
Muss durch das andere Haus, oder? Irgendwie so war doch da was. Muss ich wieder Stunde außen rumlaufen, weil es darf ja noch nicht zu Ende sein. Darf ich jetzt bitte in dieses blöde Haus rein? Mann! Muss ich jetzt wirklich... Alice! Alice? Was war das? Ja, Alice! Alice war tot. War das eine Falle oder eines von Scratchs Folterspielchen? Nobody knows. Nobody knows. Scratchy Boy. Okay, das ist eindeutig nicht der Weg, den ich nehmen muss. Ah, als hätte ich mir gemerkt, wie der blöde Weg funktioniert. Ich glaube, da lang. Spiel gespeichert. Nee, da lang. Hä? Warte. Wo? Bin ich gerade rausgekommen? Hier. Reception. Macht denn der da? Gehen da ab? Oh, ich versteh's nicht. Wo soll man denn immer hin? Mann! Ah. Hallo, ich kann gerade bloß nicht. So, und warum? Halt dein Maul! Scheiße! Wo muss ich denn hin? Alle hier mal folgen. Danke, Profis 681 H2. Rose, oder? Aus dem Diner. Was machst du hier? Oh. Ich bin hier, um dich zu retten. Mein Herz, Mann. Ich habe die Anweisungen erhalten und all deine Nachrichten gefunden. Im Radio, im Wind, in den Foren auf meiner Alan Wake Fanseite. Was? Nein, Rose, ich habe dir keine Nachrichten hinterlassen. Oh, verstehe. Ja, Alan. Nur ein Verrückter. Danke fürs Folgen. Irene oder Irene? Zurückgelassen hast. Herzlich willkommen. So, danke für den Raid. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sind hier mitten im Finale von Alan Wake 2. Stimmt. Finale, glaube ich. Das hoffe ich. Endlich mal. Puh. Genau. Spendenzähler ging um 1 Euro hoch, weil jeder Follow... Oder jeder Sub lässt 1 Euro wachsen. Oben. Der Autorenraum muss sich auf dem Dachboden befinden. Dort sind die Fenster. Oh ja. Bin gespannt. Ich verstehe gar nichts. Bin aber. Wir sehen uns einmal alles an und treffen uns dann. Ja, Alter! Alle
Er ist der Schlimmste. Er sieht einfach aus wie ich. Als nächstes wische ich den Boden in deinem Zimmer. Dafür braucht man nur Wasser und Wieleda. Wieleda? Ist das Schleichwerbung? Was ist Wieleda? Der älteste Balsam. Es findet immer einen Weg. Was Wasser bringt, das nimmt es. Es kann sauber oder dreckig sein. Leben geben oder es ertränken. Arti, hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Aber es macht Sinn. Hilfst du mir noch einmal, meinen Weg zu finden? Ein Teufel ist in die Fischfalle getappt. Lass dich davon nicht erschrecken. Nicht, dass du dir in die Hose machst. Ja, das ist schon dreimal passiert in der letzten Stunde. Okay. Gut, dass ich Windeln anhab. Ich mach die Tür für dich auf, Tom. Danke, Mann, Artibär. Na also. Bestimmt ist er der finale Boss-Boss, weißt du? So der heimliche DLC-Boss, der irgendwann kommt. Weil er hat alles geschrieben, ohne dass wir es wissen. Mit jedem Wisch von seinem Mob ändert er die Zeit und die Dunkelheit. So stelle ich mir das vor. Das wäre nochmal so ein richtig geiler Plot-Twist, weißt du? So ein DLC, wo sich rausstellt, dass der Hausmeister der wahre Strippenzieher hinter allem ist. Okay. Ist ja gar niemand. Dachte, der wäre jetzt hier. Autorenraum, neue Szene. Ich musste das Ende schreiben. Und ich hatte nur eine Chance, es richtig zu machen. Das Ende von Return war ein ewiges Hirschfest, das sich ausbreitete. Irgendwann würde Scratch die Welt in seinen Albtraum stürzen. Ich musste das verhindern. Ich musste noch ein Kapitel für Return schreiben. Ich brauchte ein Ende, das auf den Ereignissen von Return aufbaute und uns schlussendlich retten würde. Nur ein perfektes Ende würde funktionieren. Ein perfektes Ende würde uns alle retten. Nur ich konnte es schreiben. Alles hing davon ab. Von mir. Scratch würde jeden Moment durch diese Tür schieben. Willst du mich jetzt ärgern? Dann schreib doch das scheiß Ende. Es baumelten in meinem Kopf. Es fühlte sich plötzlich unmöglich an. Etwas regte sich im Zimmer und kam auf mich zu. Eine Idee. Damit es funktioniert, muss das Ende passen. In Horrorgeschichten. Das Ende muss zum Genre passen. Das ist das Ende. Sander aus Nordrhein-Westfalen. Gibt es nur Opfer und Monster. Wenn es einen Helden gibt, wird dieser einen hohen Preis bezahlen. Ich werde Logan und Casey nicht der Geschichte überlassen. Sie wurden da hineingezogen. Sie müssen überleben. Ohne Wenn und Aber. Nicht nur er. Wir müssen alle retten. Hildegard! Boah, fuck die Wand an! Ich kenn nicht meine Hildegard! Scheiße, hab ich mich erschrocken. Shit. Boah, wie laut das in meinem Kopf ist. Oh, mein Schweineherz. Mach doch sowas nicht mit. Puh. Oh Gott. Der Preis. So. Bitte lass es jetzt zu Ende gehen. Ich würde jetzt einfach nur gern mal das Ende sehen. War anders. Seit 7 Stunden sagt er, er ist ganz nah. Aber es passte. Saga und ich standen im Mittelpunkt der Geschichte. Sie war meine Co-Autorin. Das war der Anfang vom Ende. Wir waren Figuren in einer Horrorgeschichte und bewegten uns blindlings aufs Finale zu. Noch immer fehlte uns etwas. Das ist nicht dein Ernst. Ohne den Klicker waren wir verloren. Ich muss jetzt nicht nochmal. Ich habe noch nie so ein beschissen langes Ende gehabt. Mann, seit 7 Stunden sagt er, er wäre nah dran. Und immer ist irgendwas. Ah, oh, du Pissnelke. Schreib doch in das Ende einfach rein, alles schön und gut. Und Ende, weißt du? Fertig. Oh. Was ist los? Der Gedankenraum.
Ist das die Außenstelle? Nein. Nein. Es ist der Gedankenraum. Ja. Meine Arbeit. Ja. Träume ich? Alles ist weg. Was zur Hölle passiert hier? Ja, was passiert denn hier? Ich weiß es doch auch nicht. Ich schaue jetzt Fernsehen. Nichts funktioniert. Ich kann nicht klar denken. Wo ist alles? Ich habe alles verloren. Ich fühle mich abgeschnitten. Ich spüre niemanden. Du bist in der Dunkelheit gefangen, Babe. Du bist in der Dunkelheit deiner Hautfarbe gefangen. Hä, was soll ich denn noch anklicken? Habe ich irgendwas vergessen? Hier, den da kannst du streicheln. Das ist doch so ein Fetisch von dir. Ich komme hier nicht weg. Was zum Teufel? Wieso kann ich nicht weg? Das Dunkel hat Casey übernommen. Und mir ich bin ja so müde. Ich weiß nur noch, aber ich kann jetzt nicht aufhören. Das ist doch ich bin am Ende. Ort. Ich bin verloren. Wie komme ich hier raus? Nie wieder. Was soll ich nur tun? Geh sterben. Das war ich nicht. Oder? Oh, die Lippen, Alter. Wie gut sind die animiert, bitte? Was? Was? Wen im Stich gelassen? Ich hab versagt, steht da. Was? Andere Saga. Oh, jetzt gibt's eine dunkle Saga, oder was? Laut der Tafel hätte ich sie enttäuscht. Wer sind Sie? Das ist quasi so wie beim Wake auch, die dunkle Version. Ich bin enttäuscht. Logan, Casey, mich selbst. Das ist meine Schuld. Meine Tochter ist tot. Mein Partner fiel einem Monster zum Opfer. Und ich sitze im dunklen Ort fest, machtlos. Ich bin nicht nutzlos. Was geht hier vor sich? Das bin nicht ich. Immer wenn einer durch den See geht oder so, dann gibt's ein zweites Ebenbild oder was? Casey. Casey, Dr. Kevin Casey. Ich hab Casey im Stich gelassen. Einfach so. Ich hätte für ihn da sein müssen. Aber ich habe eine falsche Spur verfolgt. Er brauchte mich. Und jetzt ist er ein Monster. Er brauchte mich. Logan. Logan, ich habe meine Familie vernachlässigt. Die Fälle haben mich zu sehr gefesselt. Mir gefiel, wie gefährlich die Arbeit war. Und genau diese Gefahr hat mir meine Familie genommen. Und meine Tochter. Das wäre ein cooles DLC mit ihr. Nein. Als Böse. Ah, ein Bild von Logan. Wissen wir auch mal, wie die aussieht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich bin eine schlechte Mutter. Ich habe sie sterben lassen. Übertreib. Scratch hat Casey erwischt. Und ich bin schuld. Du Versagerin. Ich habe das verdient. Summer. Wake. Mein Leben, meine Familie ist nur Teil eines Buchs. Ein weiteres weißes Arschloch entscheidet für mich. Oh, die Rassismuskarte. Dong, dong, dong. Da ist sie. Von dieser Geschichte frei sein. Von ihm. Er hat sie benutzt. War klar, dass einmal Rassismus vorkommen muss in diesem Spiel. Sie ist nicht tot. Verdammt. Hä? Ich hab genug davon. Es holt mich ständig ein. Ich hasse dich. Ich hätte ihnen nie trauen sollen. Was zum? Night Springs.
Logan und David lieben diese Show. Ihr wöchentliches Ritual. Moment. Was? Ist das jetzt doch alles wahr? Was passiert hier? Das ist nicht. Was? Was? Casey wurde verdorben und ich habe nichts unternommen. Scratch war awake. Wie konnte ich das übersehen? Ich verstehe schon gar nicht mehr, was hier überhaupt noch Story ist und was einfach nur noch Anwesenheit. Muss ich jetzt nur noch die Scheiße hier irgendwie hinsortieren? Warum passiert das? Ja, warum denn bloß? Idiot, 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 Idiot. Es gibt keinen Ausweg. Dieser Fall, dieser Raum, ist irgendwas davon real? Ich weiß es nicht, Mann, ich weiß es nicht. Ich verstehe nichts mehr jetzt. Warum muss ich denn das jetzt machen? Ich habe den Verstand verloren, so. Was ist das? Fühlt sich an, als würde ich in einem Albtraum festsitzen. In einer Kammer mit meinen Ängsten. Sie kann froh sein, dass sie nicht in der Kammer mit mir ist. Ich bin ein notgeiler alter Mann. Getrennt. Aha. Logan. Die Geschichte hat sie benutzt. Naja. Ich hab genug von euch, Wahnsinnigen. Ich hätte Casey nie allein im Hotel zurücklassen sollen. Casey war verletzt. Ich hätte auf ihn aufpassen sollen. Ja, da ist vielleicht was dran, aber man muss sich ja nicht gleich so fertig machen. Der Kult war nur der Anfang der Spirale. So, habe ich irgendwo was vergessen? Ich glaube jetzt... Ja, doch. Es war so offensichtlich, dass die Koskela-Brüder zum Kult gehörten. Okay. Komm schon. Was denn? War doch gut. Was passiert mit mir? Ich hasse das. Aber es stimmt. Ich habe versucht, die Ja, unfassbar, die Leute, die da hinten sitzen. Unglaublich, was da los sein muss in denen ihren Gedanken. Ausweg, bevor ich und das dann am Ende noch so zu drehen, dass es irgendwie ja theoretisch sogar noch Sinn ergibt, ist schon krass. Wenn man es denn mal verstanden hat, was denn überhaupt hier abgeht. Ich hab's ja noch nicht. Oh! It! Oh! Gott, Alter. Was den Scheiß? Scratch. Er benutzt Casey. Wie er es mit Wake getan hat. Nein. Es muss einen Ausweg geben. Ich muss hier raus. Oh Gott. Nichts davon ist real. Ich drehe durch. Ich bin nicht mal hier. Der Gedankenraum ist nicht real. Ein Fall über übernatürliche Dunkelheit? Das muss ein psychotischer Schub sein. Ich habe Logan nach Waterbury geschleift. Ich bin schuld an ihrem Tod. Wie sie jetzt an ihren eigenen Gedankenraum verzweifelt. Ich muss hier raus. Das war's. Es hat keinen Sinn mehr.
Alles ist verloren. Es gibt keinen Ausweg. Ich habe alles versucht. Kein Ausweg. Ich sitze für immer hier fest. Nur ich und meine Vergangenheit, meine Schuldgefühle, meine Fehler. Ich komme nicht mehr weiter. Ich sitze fest. Aber das ist mein Gedankenraum, mein Geist. Alles, was ich brauche, ist hier. Es muss hier sein. Die Lichter! Nein. Nein. Ich gebe nicht auf. Der Gedankenraum fühlt sich anders an. Etwas hat sich verändert. Meine Marke. Ich hätte diesen Fall nie übernehmen sollen. Nein, ich lese nicht mehr weiter. Scratch war zu viel für uns. Casey hätte nicht mitkommen sollen. Ihr dreht voll durch. Ah ja, Taschenlampe. Cool. Anders. Nachdem mich Miranda verlassen hatte, ging es ihm nicht besonders gut. Dass sie mich für den Abendessen bei ihnen zu Hause oder Familie mitgeschleift hat. Ich, der eigentlich vor Stunden im Bett sein wollte. Zieh mir jetzt den Scheiß rein. Wie soll ich denn da jemals... Oh, Leon, danke für die Rosen, falls du noch da bist. Ich hab's leider aus irgendeinem Grund wieder mal nicht mitbekommen. Hey, hey. Ich wollte mich nur für deine Nachricht bedanken. Manchmal mache ich mir einfach zu viele Gedanken. Weißt du? Du bist echt die Beste, Mama. Wirklich. Okay. Wir hören uns. Aha. Hey Mama, ich habe ein Armband für dich gemacht. Und ein passendes für mich. Also bring etwas Cooles aus Washington mit. Damit wir sie verzieren können, okay? Es ist so weird einfach alles. Ist es jetzt wirklich real, dass die tot ist? Oder war es doch nicht? Kann ja sein, dass die das auch einfach nur verleugnet hat, weißt du? So. Siehst du mal, gesoffen hat sie anscheinend. Was ist hier los? Was ist wahr? Was ist Realität? Bin ich da? Lebe ich? Bin ich Sheldon Cooper? Mein Problem ist, ich darf das jetzt gleich alles wieder auf dieser blöden Tafel zuordnen. Die nicht schlimmste Mama. Oh, wie nett. Okay, was tust du da? Das ist doch keine große Sache, Mama. Oh, keine Umarmung. Keine Umarmung. Frostschutzmittel ist im Blut nachweisbar. Würde ich dir nicht empfehlen. So, die Tasse von Logan. Ich bin keine perfekte Mutter, aber ich tue mein Bestes. Ah ja, das ist grün, siehst du? Logan hat mir diese Tasse nur aus Nettigkeit geschenkt. Ich habe sie nicht verdient. Gott verdammt! Unser Job ist gefährlich. Casey hat es mir gesagt. Niemand ist schuld daran. Schuld! Ich! Es ist nicht zu spät. Ich kann sie noch retten. Wie denn? Egal, was ich tue, jemand wird verletzt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst. Ich bin mein größter Feind. Die Ängste in meinem Kopf lähmen mich. Ich kann nicht weg. Gott verdammt! Nein. Alles ist real. Ich weiß es einfach.
Das FBI wird mich rauswerfen. Dann habe ich nichts. Was zum Teufel? Casey vertraut mir. Ich weiß. Ah, okay. Jetzt kommt sie langsam wieder in die Spur. Ich lasse ihn nur wieder hängen. Da fehlt noch was. Diese Auszeichnung ist eine große Ehre. Vielen Dank. Auch wenn sich unsere Behörde weiter verbessern muss, ist die Arbeit... Die ZSZ. Der Schutz der Gemeinde und die Suche nach der... Wenn du wirklich wissen willst, wie es geht, dann schau dir Medical Detectives alle Folgen an und dann lern draus, was sie falsch gemacht haben. Angst zu haben ist normal. Die ZSZ. Aber hier darf es nicht enden. Nein. Ah, das geht ja noch. Das hat ja schon fast Tradition. Aber bitte nicht Berlin Tag und Nacht und diesen Schmarrn. Logan braucht mich. Und Casey auch. GZSZ hat ja zumindest noch ein paar deutsche Schauspieler dabei. Du willst niemand... Ach so, ich dachte... vielleicht... Ich stehe kurz davor. Der dunkle Ort will, dass ich mich selbst hasse. Profiling. Irgendwie in meinen Kopf kommen. Ich gehe. Ich habe Fehler gemacht. Und werde noch mehr machen. Aber ich kann mich besser. Nein. Hier rauszukommen wäre ein Anfang. Ich habe Angst. Es wird wehtun. Aber es nicht zu versuchen wäre noch schlimmer. Es wird wehtun. Wo ihr Originalkörper wohl gerade steht? Ich werde kämpfen. Der dunkle Ort will mich hier festhalten. Konfrontation ist der einzige Ausweg. Wake nannte es ein Albtraum. Ich muss mich hineinstürzen und den Weg nach Hause finden. Hä? Steht er immer noch für später? Was? Wie viel später denn? Okay, ich gehe jetzt einfach nach draußen, oder? Da ist doch eine Tür. Auf Wiedersehen. Dieses Telefon, jetzt bin ich auch hier drin gefangen. Ich sag dir, da geht's mit einem DLC weiter mit der. Ich weiß nicht, das ist das längste Ende, das ich jemals in einem Spiel mitbekommen habe, ohne dass es endet. Sie müssen zur Statue beim Parliament Tower Plaza. Um das Ende zu verwirklichen, brauchen Sie den Inhalt dieses Schuhkartons. Das Ende? Schuhkarton? Wer ist da? Das ist doch jetzt nicht dein scheiß Ernst, oder? Ich fang doch jetzt nicht schon wieder an, hier alles vom... Wo ist denn die blöde Statue? Die ist doch eigentlich hier, oder? Agentin Anderson. Sind Sie es?
Verzeihung, aber dieser Ort spielt mir oft Streiche. Sheriff Breaker? Was ist Ihnen zugestoßen? Wie sind Sie im dunklen Ort gelandet? Ich wurde hergebracht. Ja, muss! Wallendor hat mich aus der Leichenhalle entführt. Ich versuche schon seit einer Ewigkeit, es zu verstehen. Frag mich mal! Wer ist dieser Dor? Er ist hier, irgendwo. Ich sehe sein Gesicht schon seit Jahren, in meinen Träumen. Die ganze Sache ist verrückt. Er ist viel wichtiger, als es scheint. Er steht mit allem in Verbindung. Ich muss zum Parliament Tower Plaza. Wissen Sie vielleicht, wo ich ihn finde? Hier ist es, als würde man versuchen, sich in einem Traum zurechtzufinden. Ist das wirklich das Ende? Weil ansonsten höre ich nämlich jetzt auf. Ich kann nicht mehr. Es scheint, als gäbe es viele Versionen, die übereinander liegen. Aber es gibt eine Seite. Darin steht, wie sich Dor hier zurechtgefunden hat. Ich habe versucht, ihm zu folgen. Ohne Erfolg. Kann ich die Seite sehen, Tim? Natürlich. Eigentlich wollte ich Ihnen die Seite in der Leichenhalle von Bright Falls geben. Ich weiß nicht. Wenn ich darüber nachdenke, Google verrät bloß das Ende. Vielleicht, dass ich Sie daran hindere, Sie zu lesen. Aber das Kapitel heißt Kehr heim oder Heimkehr. Also es muss doch jetzt nach Hause gehen. Gib mir das, meins. Ich suche weiter nach Dor. Mach das. Je näher ich komme, desto mehr habe ich das Gefühl aufzuwachen. Ich muss den Mann hinter dem Vorhang finden. Wallendor ging über die nassen Pflastersteine des Caldera Street Plaza. Er hielt an der Tür zur Baustelle an. Dort hing ein Poster für seine Talkshow. Er ging durch die Tür in der Hoffnung, zum Parliament Tower Plaza zu gelangen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Die Tür zum Parliament Tower Plaza befand sich bei der Baustelle. Ich check nix. Gar nichts. Wallendor lief über die regenglatten Fliesen des Caldera Street Plaza. Der Regen schien ihn nicht zu berühren. Er hatte das Gefühl, dass seine Schritte beobachtet wurden, dokumentiert in der Geschichte. Er ließ es zu, dieses eine Mal, aus diesem einen Grund, um von seiner unwilligen Schülerin weitergegeben zu werden, um zur richtigen Zeit gelesen zu werden. Der Ozean, der dunkle Ort war, nahm die Form von New York City an, gezeichnet aus der Gedankenwelt von Alan Wake, einerseits damit der Schriftsteller sich in seinem Gefängnis zurechtfand, andererseits um ihn zu quälen, während er darum kämpfte, den Weg nach draußen zu finden. Dor war nicht an die Regeln gebunden, wie Wake es war. Aha. Er kam und ging, wie es ihm beliebte. Vorerst unterhielt Dor die Fantasie des Schriftstellers, aus einem Grund, den nur er kannte. Am Rande des Plaza blieb er vor dem Tor zum Bauernhof stehen. Das kennen wir schon. Dort hing ein Plakat. Schau mal an, der ist der Allmächtige, der Mr. Dor. Ich habe noch nie zuvor eine Seite über Wallendor gesehen. Weiß ich nicht, ob wir das hatten, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube schon. Eine Tür zwischen zwei Räumen befindet sich in beiden. Eine Tür, die überall hinführen kann. Diese Tür steht im Zentrum. Er herrscht über die Ströme der Realität. Es haben so viele Mächte ihre Finger im Spiel. Schwer zu sagen, wer wen verarscht. Ja, es ist einfach unfassbar. Zu viele Türen. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich sehe es mir später an. In der Seite steht, wie er die Tür durchschreitet. Ja, dann sind wir, glaube ich, jetzt am Ende mit ihr. Der dunkle Ort hat viele Gesichter und Namen. Ein Spiegel, der alle möglichen Realitäten reflektiert. Die Familie Dor hat die Macht, zwischen den Realitäten zu reisen. Hier und überall. Ich will auch einer von Familie Dor sein. Wenn ich diesem Albtraum entkomme, finde ich vielleicht einen Weg zurück nach Hause. Sie hat halt den Vorteil von ihrem komischen Gedankenraum da. Immer dieses für später. Versteht doch kein Mensch. So, Baustelle. Hier. U-Bahn. Licht.
Ich habe halt wirklich nur das, oder was? Aber wenn ich jetzt schon wieder was einsammeln darf, dann ist es schon wieder ein Anzeichen für ficken Sie sich, hier passiert gleich was. Schau dir das mal an, das ist nie gut, ob bitte nicht nochmal... Ich muss zur Straße hoch und die Statue finden. Nicht nochmal ein Kampf oder so ein Scheiß, das geht gar nicht klar. Das reicht. It's enough! Komm her, mehr. Ich laufe hier einfach durch, in der Hoffnung, dass mir das was... Oh, stopp, halt! Da ist der Schuhkarton. Der Klicker. Und eine Art Kugel. Kugel des Lichts. Die Stimme am Telefon meinte, alles Nötige wäre im Karton. Wie ist der Klicker von Washington hierher gekommen? Zauberei. Hä? Entkomme aus dem dunklen Ort. Ja, muss ich nicht? Irgendwie bleiben die dunkel. Das ist nicht deine Geschichte. Entkomme aus dem dunklen Ort, du verarschst mich. Spiel gespeichert. Aber hier bin ich doch hergekommen. Aber es ist schon richtig. Ich glaube, ich laufe hier schon richtig, hä? Alter, wie ist er denn drauf? Ich bin an der Tür vorbeigerannt, ich Vollidiot. Mach die Tür auf! Mach doch die Tür auf! Wie kann man nur so dumm sein? Das Telefon. Oh Gott. Steht sie da? Mach die scheiß Tür nicht auf. Natürlich. Gehen wir erst wieder telefonieren. Oh, gute Nacht, Snoffel. Bitte sei jetzt dann zu Ende. Aber ich will jetzt nicht aufhören, nur um dann morgen wegen einer Viertelstunde das nochmal zu starten. Ja? Hallo. Sie kennen mich nicht, aber... Sie müssen mir zuhören. Moment. Woher wussten Sie, dass der Klicker dort ist? Das ist wichtig. Alan ist verwirrt. Ihm fehlt das Ende. Er braucht Ihre Hilfe bei der Fertigstellung der Geschichte. Wie soll ich ihm von hier aus helfen? Ja, einmal fertig sprechen. Okay. Ich bin im dunklen Ort. Alan. Wir müssen über das Ende reden. Saga. Was ist das? Mein Gedankenraum. Ich wollte schon mal mit Ihnen darüber reden. Aber jetzt verstehe ich alles besser. Sie haben auch Visionen? Ich dachte, es wären Ideen. Inspiration. Sie sind real. Genau wie das hier.
Ich wollte die Geschichte mit Ihnen wahr werden lassen. Also kommt das von uns beiden. Vielleicht können wir so in den Übergängen kommunizieren. Wir können das nutzen, um Scratch aufzuhalten. Zuerst brauche ich das Ende. Oh Gott, es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Es hat kein Ende, dieses Spiel. Mit dem Ende? Ich habe das Ende nicht. Es muss perfekt sein, aber ich habe keine Zeit, es mir zu überlegen. Was soll ich nur tun? Mist. Tut mir leid. Diese ganze Sache ist ein Chaos. Einverstanden. Aber das werden wir noch hinkriegen. Was soll das heißen? Perfekt. Die Elemente des Endes müssen sich aus den vorherigen Teilen ergeben. Und leider ist es eine Horrorgeschichte. Familiengeschichte wäre cool. Weißt du, dann wäre es ein bisschen lustiger. Sie müssen mir nicht sagen, dass es eine Horrorgeschichte ist. Okay. Damit es funktioniert, muss das Ende passen. In Horrorgeschichten gibt's nur Opfer und Monster. Es muss einen Weg geben, einen Helden einzuführen. Wenn es einen Helden gibt, wird dieser einen hohen Preis zahlen. Das Ende muss also verdient sein und zur Geschichte passen. Ohne die nötigen Beweise gibt es keinen Fall. Nur so kann es Bestand haben. Wenn das Ende zur Geschichte passen muss, dann sehe ich das so. Return ist eine Geschichte über eine Geschichte, die wahr wird. Ich bin eine Figur in der Geschichte. Nicht nur eine Figur. Die Heldin. Okay, die Heldin. Daher musste ich durch die Hölle, um hier zu sein. Das ist mein Leben. Ich habe es verdient, der Geschichte zu entsteigen und das Ende zu verfassen. Ja, das machen wir. Hier und jetzt. Wir denken uns das Ende aus, das ich schreiben muss. Ich kann Logan und Casey nicht der Geschichte überlassen. Sie wurden da hineingezogen. Sie müssen überleben. Ohne Wenn und Aber. Nicht nur sie. Wir müssen alle retten. Ich weiß, wie ich Casey retten kann. Er ist eine reale Person, die ich zu einer Figur gemacht habe. Er ist nicht meine Schöpfung, daher ist er kein Wirt für das Dunkel. Das kann ich ins Ende schreiben, damit das Ding aus ihm herauskommt. Ah ja, okay. Das ist nicht Scratchs Ende. Aber es ist auch nicht ihr Ende. Das ist unser Ende. Sie sind auch nicht der Einzige, der diese Dinge entscheidet. Ja, stimmt. Ich schaffe es nicht allein. Wenn ich schreibe, wird alles schlimmer. Sie haben dieses Ding damals besiegt, Alan. Und jetzt werden Sie es wieder tun. Sie sind auch ein Held. Sie und ich. Bringen wir es zu Ende. Wie oft habe ich das schon gehört? Bringen wir es zu Ende. Mann, 30 Mal. Ich habe schon zweimal gegen den Spasti gekämpft. Das Ende wird düster werden. So oder so. Je mehr Menschen wir retten, desto höher der Preis. Und der Held wird dafür bezahlen. Einer der Helden. Es muss immer ein Gleichgewicht geben. Scheiße. Tun wir es. Ganz sicher? Keine Zeit für was Besseres. Scratch ist jeden Moment hier. Das wird unser Ende. Ich habe den Klicker. Ich werde ihn zu Ihnen bringen. Ich mache die Seiten fertig. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wie denn, hä? Betritt den Brunnen. Alles klar.
Ah, Kapitel 10. Huh, jetzt ist sie auch real. Saga, ich hab's geschafft. Davon haben wir gesprochen. Ich hab den Klicker und die Lichtkugel. Dann mal los. Aber das muss ich machen. Fühlt sich an, als wäre ich ewig auf dieser Reise. Okay, es muss hier enden. Diese Dunkelheit. Was unter der Oberfläche liegt, verschiebt sich jetzt. Das Schattenspiel. Ich tauche mein Gesicht in das Wasser ein. Er ist hier. Es ist furchtbar kalt. Am Spiegel der Oberfläche vorbei. Wo werde ich es sehen? Casey? Scratch! Yes! Das weiße, gleißende Licht der Wahrheit durchdringt für einen kurzen Moment die Schatten, enthüllt das Grauen. Und in diesem Moment der Stille wird die geflüsterte Botschaft endlich erhört. Als Leere. Wir sind nicht schlauer. Keine Antworten. Keine Wahrheiten. Der Blick in sein Innerstes zerstört den Helden, doch er wird erlöst. Saga sagte, wir sind beide Helden. Ich werde diesen Preis bezahlen. Das wird sie auch. Wir sind hier, um das Monster zu töten. Ich bete, dass danach nichts mehr kommt. Nichts außer Schlaf. Auf diese Art siegen wir. Ist es so einfach? Was, wenn das immer noch der dunkle Ort ist? Noch ein Traum, aus dem wir erwachen müssen, in dem wir stets an den Anfang zurückkehren. Die Erinnerungen ausgelöscht. Vielleicht ist es eine Erlösung, zu vergessen, nicht zu wissen, wenn wir die Schleife erneut durchlaufen. Ist es vorbei oder nicht? Oh mein Gott! Oh nein, was für ein beschissenes Open End! Das kannst du mir nicht antun, Mann! Ich heul gleich, mich macht es so fertig. Das Ende hat sich jetzt gefühlt 3 Stunden hingezogen und dann ist es ein Open End und zwar richtig asozial Open End. Nicht so, wo du dir denkst, so könnte, sondern so richtig Inception-mäßig. Nee, da kommen noch DLCs, die das noch ein bisschen aufklären wahrscheinlich. Ah, mies, ey. Es kann sein, dass sie jetzt alle da drin gefangen sind in der Dunkelheit, dass sie nie raus sind. Aber dann muss man irgendwann mal jetzt auch mal aufklären, was denn diese Dunkelheit überhaupt ist, wenn die so allumfassend ist und schlauer als alle anderen. Weil es kann ja jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass mit jedem neuen Teil mehr Leute darin landen. Das kann ja nicht sein. Alles krass, gutes Spiel, super. Das Ende ist wirklich, das macht einen traurig, aber ist super. Beschleunige mal, vielleicht kommt ja noch was. Maybe. Darf leider nicht monetarisieren, glaube ich, wenn da die ganze Zeit solide eingespielt werden. Die Alice ist ja auch tot. Hi. Das ist nur für dich. Nachdem der Spuk begann,
setzte ich mich mit einer Organisation in Verbindung, die sich mit Bright Falls beschäftigte. Ich ging in ihr Büro und dann passierte etwas. Als ich wieder zu Hause war, hab ich mich plötzlich wieder erinnert. Und zwar, dass ich in diesem See gefangen war. Einem dunklen Ozean mit Echos von mir selbst, meinen Ängsten und meinen Fotos. In einer dunklen, einer Flut des Wahnsinns, dieselben Ereignisse und Bilder, die sich ständig wiederholten. Dann sah ich ein Licht. Dein Licht. Du tauchtest ein, als ich hinausschwamm. Du bist nicht ertrunken. Du versuchst immer noch herzukommen. Spuk ist nichts anderes. Ich kann dich sehen, weil ich auch schon da war. Ich beschloss, an den dunklen Ort zurückzukehren. Das ist der Grund für diese Ausstellung. Ich musste dich in die Irre führen, damit ich dich dorthin führen konnte, wo du sein musstest. Der einzige Weg aus deiner Schleife ist Zerstörung oder Aufstieg. Dunkelheit oder Licht. Die Zerstörung haben wir schon viele Male besprochen. Wir kommen nun immer und immer mehr zum Aufstieg. Es gibt hier keine Zeit. Du musst weiter die Schleife durchlaufen. Aber ich werde dir die Bilder zeigen, die du sehen musst. Und das Licht, das du sehen musst. Bis du bereit bist. Alan. Ich glaube, wir sind nah dran. Es ist keine Schleife, sondern eine Spirale.